Moin Leute und ganz herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Video. Wir schauen uns an von Samra und Kalash 44 Shakira. Ich bin sehr gespannt drauf. Ja, ich würde sagen, ich quatsche einfach gar nicht lange. Wir schauen direkt in den Track rein. Let's go, Freunde. Keine halben Sachen hier. Beat fängt schön an auf jeden Fall. Klingt sehr nice. Samra raucht? Was soll das denn? Ist auch nicht gesund, ne? 3 Kilo Schnee in einem weißen Mercedes. Schreib ein Gebet auf, bevor es zu spät ist. Dealer im Seidenhemd von La Martina. Zieh kolumbianisches Koks wie Shakira. Ob Shakira das macht, weiß ich nicht. So wie sie manchmal am Updancen ist, kann das sein. Klingt vom Sound her eigentlich sehr angenehm, muss ich sagen. Auch wenn Autotune natürlich drauf ist, klar. Aber klingt angenehm, klingt gut, klingt melodisch. Nice. Kolumbianisches Koks wie Shakira. Bisschen Akusha, aber sie nennt mich Pablito. Lila gewechselt im Casino. Marlboro leer, bring mir Davido. 900 Watt im Solario. Der ganze Kuchen gehört mir. Am Ende bedeutet das Rosenkrieg. Und auch wenn ich alles verliere, meistens sind mir ein Monolith. Okay, sagen wir mal auch mit Autotune hin in den Parts. Ungewohnt, klingt aber eigentlich ganz fresh sogar. Ist vielleicht nicht jedermanns Style so, nicht jedermanns Sache, nicht jedermanns Musikgeschmack. Klingt aber hier eigentlich ganz fresh tatsächlich irgendwie. Obwohl das eigentlich auch nicht mein Ding ist so, in den Parts Autotune unbedingt. Klingt hier aber eigentlich ganz nice. Alles verliere, meistens sind mir ein Monolith. Ich rieche den Prada-Duft, Wodi und Zigarra-Sucht. Mache Haram, Najwa Karam, völlig besoffene Fahrerflucht. Bin hackige Balles auf Chelsea, das Hemd und die Jacke von Elvi. Sie machen am Boulevard Selfie, denn vielleicht geh ich früh so wie James Dean. Ja, das gefällt mir schon eher tatsächlich. Wenn Samra einfach, die Stimme von Samra ist halt einfach so geil. Ich habe von Samra ein paar Tracks, die ich so unnormal feiere. Wenn der wirklich aggressiv auf dem Beat ballert, so mit seiner wuchtigen Stimme, das knallt schon heftig, so. Am Boulevard Selfie, denn vielleicht geh ich früh so wie James Dean. 550er Porsche Spider und die Milf sagt, Vorsicht kleiner. Doch ich bleibe ein 45er und ich exe die Moskowskaya. Keine Zweifel für Gwen Stefani, Benz Bugatti, Lenk Ferrari. Genieße keinen Schlaf, denn ich schieße scharf. Am Ende macht jeder so, wie ich es sag. So wie ich es sah, klingt fast wie das Ra. Ra. Also mir gefallen halt die aggressiveren Teile in dem Part besser. Das ist einfach mein persönlicher Geschmack. So klingt auf jeden Fall wieder nice. Ist ja inhaltsmäßig halt wieder das, was man öfter hört bei ihm so. Was ja auch, er kriegt ja momentan ein bisschen Hate, sag ich mal. So. In erster Linie glaube ich, ich weiß gar nicht genau warum so. Weil eigentlich ist Samra ist ein ultra krasser Rapper, so. Wirklich. Als ich so die ersten Songs von ihm gehört habe, habe ich mir gedacht, Alter, was für ein Typ. So, der wird es auf jeden Fall krass reißen, hat er ja auch. Weil die Stimme von dem und seinem Flow einfach abnormal sind. Wenn der wirklich, wie gesagt, ich mag die aggressiveren Teile lieber, genau wie bei Capital auch. Ich mag den aggressiven Capital auch viel lieber. Zum Beispiel Komm Komm fand ich viel geiler als die neue Single, die er jetzt rausgehauen hat. Aber wenn Samra wirklich mal voll loslegt auf dem Beat mit seiner Stimme, so, das ist einfach eine pure Zerberstung. Macht jeder so, wie ich es sag. 3 Kilo Schnee in einem weißen Mercedes. Schreib ein Gebet auf, bevor es zu spät ist. Dealer im Seidenhemd von La Martina. Zieh kolumbianisches Koks wie Shakira. Das heißt nicht, dass das jetzt schlecht klingt. Also es klingt trotzdem alles musikalisch angenehm und kann man sich auch gut geben, so. Aber ich mag das andere einfach mehr. So, vom Style. Shakira. Chris, aber sie nennt mich DiCaprio. Fahre mit Samra im Cabrio. Mein Hals duftet nach Armani-Code. Tilly Dean läuft im Radio. Grillchrom und meine Felgen sind pechschwarz. Mercedes S-Class mit allen Extras. Geladene Heckler im Wagen die Backstage. Und kommt die Kripo, geben wir direkt Gas. Keine. Die Betonung klingt sogar echt sehr ähnlich wie bei Samra. Muss ich sagen. Zum Beispiel hier das Ende. Backstage und kommt die Kripo, gehen wir direkt. Moment, ich mach nochmal ein bisschen weiter vorne. Na, hier. Wegen sind pechschwarz, Mercedes S-Class mit allen Extras. Geladene Heckler im Wagen die Backstage und kommt die Kripo, gehen wir direkt Gas. Von der Betonung her klingt das
eigentlich genauso wie Samra, nur dass er nicht so eine tiefe oder kratzige Stimme hat. Kein Hunger, ich bunker 100.000 in 500. Jetzt guck mal, der Kellner bringt Champagner und gibt Hunger. Geh in die Louis Boutique und ich lass 10k Leben vergeht, seh die Welt oder seh Gläser. Also es ist ganz cool, der Song ist ganz cool, sage ich euch ganz ehrlich, kann man sich auch anhören, aber haut mich jetzt auch nicht wirklich vom Hocker. Ich glaube, die beiden können einfach mehr, meine persönliche Meinung. Wenn ihr Arschkriecherei wollt, müsst ihr woanders hingehen, ansonsten verpisst euch. Blatt, Rauch aus dem Fenster, bring mir ein Weißwein, sag ich zum Kellner. Zwei Tage wach und die Nase voll Koks, hebe 20k ab und setz alles auf Rot. Ich hab 100er Batzen in Tasche gerollt, ach, meine ganze Matratze ist voll. Machen viel Para, Musik ballert, G-Klasse, Euros und viel Dollar. Drei. Ja, also schlecht ist es definitiv nicht, aber mich haut's wirklich nicht vom Hocker. Also die beiden können zusammen mehr abreißen, definitiv. Bin ich der Meinung. Kilo Schnee in einem weißen Mercedes, schreib ein Gebet auf, bevor es zu spät ist. Dealer im Seidenhemd von La Martina, zieh kolumbianisches Koks wie Shakira. Es ist halt auch wieder, okay, das ist jetzt aber nicht nur auf die beiden bezogen, sondern allgemein auf Rap. Es werden mittlerweile immer die Songtitel benutzt. Die haben überhaupt 0,000000 mit dem Song zu tun. Ja, das ist aber schon lange so im Business. Genau wie jetzt letztens, was war das, wieder Benzema von Suna oder so. Gar nichts damit zu tun, einfach Benzema, Benzema, Benzema. Hier ist es jetzt Shakira, einfach so. Oder Neymar vorher schon bei Capital und UFO und so. Das ist so häufig mittlerweile, das ist richtig krass. 3 Kilo Schnee in einem weißen Mercedes. Schreib ein Gebet auf, bevor es zu spät ist. Lila im Seidenhemd von La Martina. Zieh kolumbianisches Koks wie Shakira. Also, der Song geht absolut klar, ist in Ordnung, aber ich hätte mir was. Bei der Kombo hätte auch was Krasseres rauskommen können, definitiv. Weil es halt einfach relativ Standard war für die beiden so, ne? Sag ich euch ganz ehrlich, trotzdem lasst natürlich ein bisschen Supporter, auch hier natürlich der Daumen trotzdem nach oben, steckt trotzdem viel Arbeit drin, die Künstler immer unterstützen, Leute, ihr wisst Bescheid, Link zum Original wie immer ganz oben in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch jetzt einfach noch einen wunderschönen, angenehmen Tag. Bis dahin, Leute, macht's gut, haut rein, bleibt vor allem gesund und ciao.